Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons A Wonderful Life. Nochmal fette Sorry, die Folge kommt heute leider ein bisschen später als sonst. Und es, ändert sich Schneefall. Der Regen wird langsam zum Schnee. So, wir gehen mal raus. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Wenn doch, dann kann ich es im Nachhinein ändern. Oh, es schneit. Hi. Na, alles gut? Na, wer bist du eigentlich gerade? Jotsuba. Jotsuba, dann bist du Alea. Hallo Alea, wie geht's? Ist gesund, jetzt schläft sie, perfekt. Was wollte ich machen? Genau, wir kümmern uns erst einmal um die Küche. So. Boah, dürfen die bei Schnee raus? Ich glaube schon, oder? Ich weiß jetzt nicht, warum Schnee schlecht sein soll, aber naja, gut, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja doch schlecht. Erstmal gießen. Na, wer bist du? Oh, Molly. Hallo. Ja, schön, dass es dir gut geht. Das freut mich. Komm her. So. Dann kümmern wir uns einmal um Plötzchen. Ja, sieht dir jetzt gut, ne? Super. So, dann ist als nächstes. Hey, bleib hier. So, Muna. Komm, knuddeln. Ich weiß nie, wann ich es melken darf. Scheren darf. Melken. Perfekt. So, du auch noch kurz. Vielen Dank. So, her mit der Milch. Oh, wer versteckt sich denn da? Bist du das, Matze? Oh, Matze, was geht? Ja, for sale ist weg. Verkauft. So. Dann, fertig, oder was? Oh, schaut mal, Karotten. Essqualität, beste. Sehr schön. Sehr schön. Karotte braucht Zeit zum Wachsen. Ah, Schmott. Ja, zack. Darf ich es nochmal düngen? Nee, jetzt darf ich es nicht mehr düngen. Alles klar. Gibt es da drüben noch was zum Düngen? Auch nicht mehr. Na, das ist super. Untersuchen, 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 untersuchen. Alles untersuchen. Perfekt. Dann gießen. So, op. So. Zack. Zack. Das war früher mal voll komisch. Da stand dann immer kalmt und sowas. Da dachte ich immer, das ist schlecht. Weil, keine Ahnung, warum sie es gemacht haben, aber es war sehr, sehr verwirrend auf jeden Fall. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Bop. Bop. Das noch. Und die hier. Und du. So, dann ist einmal alles gegossen. Ist halt jetzt echt gut zu wissen, ne? Dürfen die draußen bleiben, wenn es schneit? Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt... Ich war halt irgendwie nie so oft im Winter. Also ich habe den Winter damals immer relativ geskippt. Fragt mich nicht warum, es war halt so. Deswegen habe ich absolut keine Ahnung. Aber das Zeichen sagt... Oh, jetzt regnet's. Es gibt Schneeregen. Okay, jetzt müssen die Tierchen auf jeden Fall rein. Oh no, Schneeregen. Was ist denn ein Kack? Schnell rein mit euch. Hoppala. So, Sicherheit. Sicherheit geht vor, ne? Let's go. Was haben wir hier? Okay, zwei Leute haben gefuttert. Brauche ich zweimal Futter. So, und da. Kann ich ja gleich mal gucken. Kann ich Muna schon... Nee, darf ich nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich dann so ein Riesending. Habe ich schon wieder vergessen. Es ist so anstrengend mit mir. Ich weiß doch. Wie sieht's aus? Geht doch. Ja, damit. So, Jotsuba, wie sieht's bei dir aus? Noch nix. Alles klar. Samen sind auch fertig. Perfekt. Ja, mit den Äpfeln. B, ey. Schmutzqualität. So, Karotten. Wie war das? Ich habe gesagt, ich heb immer 5 auf. Aber ich glaube, die kann man auch im Winter machen. Ich mache jetzt einfach mal 3. So. Wie sieht's hier aus? Achso, stimmt. Ich habe ja was verkauft. Das ist noch nicht da. Tja, dann gehen wir doch jetzt mal nach oben. Jetzt regnet's. Also, ich bin so doof. Ich wollte gerade sagen, jetzt regnet's nur noch, aber es schneit ja immer noch ein bisschen. Das sieht aber auch sehr interessant aus mit dem Schnee. Ah ne, jetzt ist der Schnee weg. Jetzt regnet es nur noch. Ich wollte mich gerade sagen, der Schnee, der bewegt sich aber sehr seltsam gerade. Aber scheint wohl gewollt zu sein.
Gibt's hier noch Pilze? Nö, doch. Da ist einer. Ja, mit dir. Aber was gab's denn nochmal im Winter? Ich hab keine Ahnung. Ist denn der Chihuahua draußen? Sieht nicht so aus. Schade. War die Plane da schon immer drüber? Oh Gott, ich bin so lost. Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert. So, wir gucken jetzt. Auf jeden Fall einmal. Ob da irgendwo noch irgendwie was rumwächst. Irgendein Pilz. Oder irgendwas anderes, dass ich es looten kann. Nein, doch. Oh. Oh. Das ist ein Penispilz. Dann dieses komische Dingsbumspilz und noch ein Penispilz. Perfekt. Aber sonst ist hier, glaube ich, soweit nichts. Oh Mann, die gute Nina. Bald ist sie da. Bald ist sie. Ja, bald ist sie weg. Voll sad. Aber dafür bin ich auch bald verheiratet. Nice. Da freue ich mich schon mega drauf. Vor allem würde ich gern wissen, ob man mittlerweile entscheiden kann, ob man, also welches Geschlecht das Kind hat. Weil früher war das, glaube ich, je nachdem, wen man geheiratet hat, was entweder immer männlich oder immer Weibchen. Deswegen hoffe ich, dass man jetzt echt entscheiden darf, weil das fand ich damals immer richtig doof. Weil ich bin so ein Typ, der irgendwie einfach gerne Töchter will. Weiß ich nicht, ist komisch, ist aber so. Hallo. Hey, wie geht's? Wenn es regnet, lasse ich die Natur ihre Arbeit an meinem Werk verrichten. Der danach entstehende Rost ist ein weiterer Baustein ihrer Schönheit. Boah, es ist auch sowas, ne? Voll viele mögen Rost nicht. Ich finde, Rost sieht so gut aus. Und für die, die gerne irgendwie malen oder so, also Modelle anmalen. Es gibt Metallfarbe, die zum Rosten da ist. Also Farbe, die du aufträgst, dann ein bisschen mit Wasser, also Wasser drauf tröpfelst und dann rostet es sofort. Das ist so cool. Hi. Hallo. Hier lässt es sich wunderbar leben, wenn... Achso, okay. Derselbe Tag. Juhu, was geht? Hey, hallo. Am Teich ist manchmal ein riesiger altes Schildkröte, aber wenn sie nicht da ist, wo ist sie dann? Bestimmt hängt sie einfach nur unter Wasser rum. Ich glaube, das sagt er immer, wenn die Schildkröte da ist. So, gehen wir mal... Okay, stimmt. Mit Charlie müssen wir ja nicht mehr spielen, weil... Bei ihm haben wir ja schon... Marmor. Da ist nochmal nämlich hier. Nina. Oh, hallihallo. Oh, das mag ich am liebsten. Ist das für mich? Aber sicher doch. Oho. Oho. Ja, Wahnsinn. Du kriegst von mir auch noch was hier. Hast du Bock auf Hirnpilz? Ach, oh, ist das für mich? Ich mag das sogar besonders gern. Ja, klar, greif zu, Mann. Alles für die Freundschaft. Ne, viel Spaß noch. Jetzt schneit's wieder. Ach, jetzt ist nur noch Schnee. Also das ist ja auch ganz wild, ey, Mann. Ich lass die Tierchen jetzt drin. Kein Bock drauf. Schmatz. Oh. So, mögt ihr Milch? Wie sieht's aus? Willst du Milch? Jetzt komm, Schätzchen, befühl dich ganz wieder aus. Oh, du lieber Himmel, ist das für mich? Und ab. Gute Güte, nicht jetzt. Oh, Mann. Ich grüße Sie, gnädiger Herr. Es ist schön, Sie zu sehen. Oh, ich nehme an, die von Ihrem Hof. Ja, Sie sind frisch aus für mich. Ich habe besondere Schwäche für Produkte. Ja, natürlich. Oh, Sie sind sehr nett, wirklich sehr nett. Meine Verblieben ist krank. Ja, ich werde es genießen. Jawoll. Gönn dir. Wo ist eigentlich meine Verlobte? Ist sie gerade in ihrem Zimmer? Hallo. Oh, da bist du ja. Herzlich willkommen. Ich freue mich über deinen Besuch. Oh, Tanamo, herzlich willkommen. Das ist auch so komisch, also... Ich weiß nicht, ob das muss jemand aufgefallen sein, dass sie zweimal oh herzlich willkommen sagt. Nur einmal eben Standard und einmal mit meinem Namen. Das ist so... Es ist so komisch. Es ist so verwirrend. Es ist so seltsam. Okay, so. Dein Lu brauchen wir noch... Wer kommt da gerade raus? Du bist aber ein Flitzer. So, heute kein Üben oder hat sich schon geübt? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hat sich schon geübt. Jetzt schneit es nur noch. Regen, Schnee, Schnee, Regen, Regen, Schnee. Oh, vielleicht gibt es ein Event. Es bleibt spannend. Ich warte natürlich noch, bis Gary auch drin ist. Komm, beweg dich. Beweg dich, alter Mann. Schneller. Schneller. So. Das gibt's auch nicht. Muss da der Arzt da sein? Ich habe halt keinen Plan. Es gibt ein Event mit ihr, das weiß ich.
Aber ich weiß nicht, wann und wie es ausgelöst wird. Vielleicht habe ich es auch schon komplett verpasst. Komm herein und gönn dir eine Pause. Wenn du dich ausgelockt fühlst, ist immer ein warmes Getränk das Richtige, um deinen Lebensgeist zu wecken. Ja, ich würde gern meine Milch verschenken. Ja, bitteschön. Ach, da bist du ja. Herzlich willkommen. Ist die Milch frisch? Dann schmeckt sie bestimmt richtig gut. Milch brauchen wir viel für unsere Rezepte. Ohne die geht nichts. Ja, warum nichts oder nichts? Willst du Milch? Oh, das Äuglein da. Frische Milch sieht appetitlich aus. Hier, probier mal. Ganz sicher ist es auch yeah. Naja, wenigstens eine Person. Was sagt eigentlich dein Tagebuch? Oh, 5 Herzchen, wenn ich an ihn denke. Aha. Ja, ich bin leider verlobt. Finger weg. So, kann ich nochmal zu ihm rein? Gibt es da nochmal ein Event? Da haben wir jetzt, glaube ich, von allen die meisten gehabt. Also von den normalen Freunden. Moin. Ich darf nicht mit ihm reden, er grübelt. Oh, hallo. Du da, Finger weg von diesen Maschinen, hörst du? Okay, tschüss. Okay. So, was ist denn? Ich muss noch zu Lu. Ich hoffe, sie ist da. Schauen wir mal nach. So. Okay, hier ist sie schon mal nicht. Ist sie vielleicht hinten drin? Aber tatsächlich. Lu, guck mal. Danke fürs Beikommen. Du kannst hier gerne eine Zeit lang ausruhen. Ach hier, du bist ja ganz aus dem Häuschen. Davon willst du dich bestimmt nicht trennen, oder? Doch, doch. Ja, hau, hau, hau. Nimm, nimm. Alles für die Freundschaft. Nimm, 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 nimm. Danke, tschüss. Ist Nami gerade in ihrem... Oh, tatsächlich. Hi. Ich bin hier, weil ich im Gasthaus wohne. Und du? Da hat aber jemand viel Freizeit. Die ist halt nur am Fronten. Willst du mich? Milch frisch vom Hof, wie? Rede mich daran, wie ich mal eine Kuh melken durfte. Ich wollte schon immer mal auf einem Bahnhof arbeiten. Scheint harte körperliche Arbeit zu sein, wenn man sich nicht gewohnt, wenn man sie nicht gewohnt ist. Aber ich denke, man gewöhnt sich daran. Okay, sie will offensichtlich keine Milch. Okay, dann halt nicht. Hier oben wohnt, glaube ich, immer Van, wenn er mal da ist. So, das ist Martin. Martin, du bist so bestimmt eine... Martin, oh, ich sag immer noch Martin. Matthew. Matthew, du willst doch bestimmt eine Milchsuppe. Hey, hast du das selbst zubereitet? Für mich? Bingo. Wow, ich meine, danke. Ja, bitteschön. Das sind doch Best Friends und so. Okay, danke, tschüss. So, Cecilia kriegt von mir Blumen. Ja. Halli, hallo, Tanamo. Also, das sieht ja entzückend aus. Du kannst dich glücklich schätzen. Die ist natürlich für dich. Oh, voll super, danke schön. Ja, bitte, bitte. Aber nur gucken, nicht anfassen. Und vergeben. Ist Vesta zu Hause? Oh, tatsächlich. Vesta, guck mal, Blumen. Hey. Herzlich willkommen. Zieh mal eine an. Was hast du denn da? Sieht super aus. Darf ich die haben? Ja, klar, hier, bitteschön. Tausend Dank, Tanamo, Mann. Ja, ich weiß, ich bin einfach mega krass. So, okay. Jetzt fehlt eigentlich nur ein... Ach ja, stimmt, Chris und so muss ich ja auch Geschenke geben. Ah, ich bin so egoistisch. Ich denke nur an mich. Und Kater und... Oh, wie hieß die andere nochmal? Lola? Nee. Oh, wie hieß die denn nochmal? Keine Ahnung. Die andere braucht auch noch... Er da hinten braucht auch noch was. Oh Gott. Alle wollen Geschenke. Einfach alle. Nee, ich hab keinen Bock, jetzt Geschenke zu verteilen. Ach, da ist sie ja schon. Ja, perfekt. Chris! Guck mal. Oh, muss mir von deinem Hof sein. Kann ich sie haben? Klar, bitteschön. Ich hab das Geld nicht nötig. Deswegen verschenke ich meine Sachen. Gott, mag er Milch haben? Willst du mich haben? Alles deins. Ja, danke. Krass, ich kann ihm ja doch Sachen schenken. Perfekt. Ja, und der Mann, der ist halt immer in der Stadt, den erwischt man halt so schwierig. Außer man sniped ihn. Ist richtig campy-mäßig. Okay. Mustafa ist im Erdboden verschluckt. Keiner weiß, wo er ist. Jotsuba, du schuldest mir ein Ei, fällt mir gerade ein. Wo bist du, Jotsuba? Bestimmt dahin. Jotsuba, wie sieht's aus? Jawoll, befruchtet. Wie befruchtet? Sass, 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 sass. Oh lol, seit wann bist du denn da? Oh, ich habe Itzki komplett vergessen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, du armes kleines Ding. Oh Mann, ich bin so ein Idiot.
Oh Mann, ich bin so ein Idiot. Ich hab die komplett vergessen. Es tut mir so leid. Du armes kleines Ding, ey. Die ganze Zeit einsam. Denkst so, oh, keiner kümmert sich um mich. Ich bin hier drin ganz alleine. Wo sind meine Freunde? Hilfe. Wo ist meine Mama? Wo ist mein Papa? Komplett eingesperrt. Voll vergessen. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier rein? Ich habe keine Ahnung. Aber, wo bist du? Du bist raus, ne? Traust dich nicht raus. Mensch, Bello. Ach, was ist eigentlich mit meinem Geld? Oh. Yeah, 2690. Was können wir uns denn so Schönes bestellen? Apropos bestellen, ich kann ja was verkaufen. Hier, die krasse Essmilch, weg damit. Melonsamen, warte mal. Ja, doch. Ah, nee, Schmann, die bringt ja nichts. Ah, stimmt, die war ja wertlos zum Verkaufen. Ja, dann verkaufe ich halt nur die Milch. So, was können wir kaufen? Es kostet 145. Oh mein Gott. Umweltverschmutzung, du alte Gegenstände in Dünger für deinen Pflanzen umwandeln kannst. Ja, aber was sind denn alte Gegenstände? Was kann ich da alles reinwerfen? Stallupgrade. Verarbeitungsraum. Bäume sollen einrichten, in der Milch zu Butter oder Käse verarbeitet werden kann. Vergrößert den Stall, sodass bis zu 16 Tiere gleichzeitig Platz finden. Das ist auch cool, das gab es früher nicht. Also damals konnte man das, oder? Ja doch, damals konnte man ein Auto, ein Make-Raum machen. Und das war's. Also Stall-Upgrade gab es nicht, Geflügel-Upgrade gab es nicht, das gab es auch nicht. Und die zwei gab es auch nicht. Also das ist alles neu. Das ist schon echt cool, aber ist halt auch sauteuer, ne? Also. Wobei ich glaube tatsächlich, dass damals der Melkraum noch teurer war. Aber so sicher bin ich mir gerade nicht. So. Ich glaube... Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, let's go Sternkuh, aber zu teuer. Ja, okay, wisst ihr was? Dann machen wir es so, dann holen wir uns eine Marmorkuh. Let's go. Die wird bestellt. Und die kommt dahin. Let's go. Eine schöne Marmorkuh. Da haben wir noch 15.000. Das ist, denke ich mal, immer noch genug Geld. So, wie sieht's aus? Bei euch darf ich wahrscheinlich noch nicht handeln legen. Perfekt, darf ich noch nicht. Bei euch alles gut. Sehr schön. Gott, ey, voll die arme Kleine, voll vergessen. Es tut mir so leid. Ich fühle mich so schlecht. Hier, knuddel dich nochmal. Schön, dass es dich freut. Du kriegst jeden Tag jetzt zwei Knuddler. Als Entschädigung. Achso, wie sieht's jetzt aus mit Futter? Haben die noch Hunger? Haben die Durst? Oh, schau dir Plötze an, dieses verfressene Stück. Plötze! Du frisst so viel. Ja. Okay, ich kann nochmal mit allen quatschen. Das wäre auch schon mal schön. Uah. Schön, schön. Ja, ja. Freut euch bloß. Ne? Hier gibt's bald Nachbarn. Eine super Marmor-Kuh, Mann. Alter, schiebt ihr euch immer gegenseitig weg, oder? Was ist da los? Ha, Stress. Stress. Oh, die hat mir noch ein Herz gegeben. Albedo, einfach die Beste. Gibt jetzt gleich zwei Herzen. Drei am Tag sogar. Morgens und jetzt gerade zwei. Sehr schön. Schade, dass man hier nicht noch mehr holen kann. So. Braucht Zeit zum Wachsen. Blüht jetzt. Huch. Oh, die sind auf einmal doch fertig. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist ziemlich cool, aber irgendwie doof, weil ich glaube, ich kann da keine nachschmeißen, oder? Oder geht es doch? Geht das? Kann ich da noch welche? Oh, doch, das geht. Nice. Das ist richtig cool. Sehr geil. Okay. Alter, meine Fenster beschlagen schon. Oh, sorry. Einfach das Hühnchen tot getrampelt. Was freut ihr euch? Freust du dich, mich zu sehen, Molly, oder was? Ich wollte gerade Melody sagen. Oh ja, jetzt geht's wieder. Perfekt. Auf geht's. Ups, so. Her mit deiner Milch. Yeah, her mit deiner Milch. Oh, okay, da hinten, alles klar. Jetzt hätte ich irgendwie die falsche gemolken.
Okay, dann hauen wir die goldene wieder weg. Und die anderen, die heben wir auf. Weil... weil so halt. Ja gut, dann würde ich sagen, was ist erstmal für den Tag. Und dann... Oh, ist morgen direkt Winter. Oh, ich freue mich ja so. Wetterbericht. Immer noch Schneeregen. Das ist einfach ein Foto. So, dann ab ins Bett. Oh, ja, das ist ein sehr schöner Traum. Ich träume von meinen Tierchen. So, dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Guantanamo. Tschüssi.